Ich bin Matthias Neumann, bin in der Zeitwanger Gruppe tätig und wir beschäftigen uns mit allem rund ums Thema Lasertechnik und Automatisierung via Roboter. Die Prozesse, die wir bei uns integrieren, die integrieren wir nicht nur, sondern die verstehen wir. Und das macht das Arbeiten hier bei Zeltwanger aus. Mein Name ist Rüdiger Brockmann. Ich bin bei der Zeltwanger Gruppe für Technologie und Vertrieb zuständig. Unsere Vision ist die, dass wir Sinn stiften wollen. Wir machen nicht alles, sondern nur Dinge, die nützlich sind. Es ist nötig, in der Medizintechnik alle Bauteile zu kennzeichnen, damit die Instrumente, Bestecke eindeutig nachverfolgbar sind. Und hierfür ist eine gut lesbare Beschriftung extrem wichtig. In der Medizintechnik werden heute Beschriftungssysteme eingesetzt, die zum allergrößten Teil manuell be- und entladen werden. Und damit wird das volle Potenzial von diesem Laserbeschriftungssystem nicht ausgenutzt. Und hier hatten wir dann die Idee, den Prozess zu automatisieren, gemeinsam mit dem Kunden. Und das bedeutet, eine ganz einfache Bedienbarkeit zu haben, dass wirklich jeder Worker sehr schnell die Anlage bedienen kann. Und ganz wichtig, er hat eine Steigerung seiner Qualität und seiner Prozesszuverlässigkeit. Bei der X-Log Cobot können wir eine hohe Autonomiezeit gewährleisten, indem wir 3 Wägen an die Station andocken können. Diese können abgedockt werden, vom Worker oder der Workerin in der Produktion dezentral beladen werden, wieder an die Station angedockt werden. Danach nimmt der kollaborierende Roboter das Teil raus und händelt es weiter in die Beschriftungsstation. Dort wird es beschriftet, gegengelesen und wieder zurück in den Fertigungsprozess geschleust. Trumpf bietet die Laser. Wir haben die Technologie, um die Laser optimal zu nutzen. Die Zusammenarbeit mit Trumpf bei unserem aktuellen Projekt X-Log Cobot zeichnet sich insofern aus, dass wir zusammen auf Kunden zugehen und mit ihnen auch die Prozesse ermitteln und somit die bestmögliche Lösung für unseren Kunden gewährleisten können. Wenn man Freude an etwas hat, dann kommen die besten Ergebnisse raus, glaube ich. Und das ist ja auch ein Motto, was wir hier im Unternehmen pflegen.